Hallo und herzlich willkommen. Huiuiui. Was wollte ich sagen? Ach ja, es ist mal wieder soweit. Eine Rätselrunde. Eine schöne Kreuzworträtselrunde. Und zwar heute mit drei Rätseln. Einmal natürlich das normale tägliche Rätsel, das Lösungsworträtsel. Und mal wieder dieses komische T-Dingsbums-Rätsel, bei dem ich möglichst nicht vergessen sollte, umzustellen. Mein Dingsbums hier, meine Aufnahme. Genau. So würde das dann aussehen ungefähr, bloß eben ohne dieses komische Fensterchen. Und dann, ja, stelle ich mal wieder zurück und sage, weil das wird wieder mal ein Gegeneinander rätseln, sage ich 3, 2, 1, Etüde. Und jetzt geht's los. So, der Nordeuropäer könnte zum Beispiel der hier sein. Ist er sogar. Hoho. Sehr schön. Dann haben wir hier das. Produktstrichcode. Weiß ich noch gerade nicht. So, Fischart. Nee, nee, nee. Hase. Eindeutig. So, Gott anrufen ist natürlich Ferngespräch. Ganz wichtig. Stilform des Jazz. Boing. Nein. Oktoberfest ist auch das da. Kurzform für Daniela hatten wir auch schon mal gehabt. Unentschieden ist diesmal das da. Und dann haben wir hier den hier. Und der Fahrgastbetreuer ist natürlich nicht der Schaffner, sondern was anderes. So. Italienisch. Nee, doch nicht. Lebe wohl. Ach so. Ja, das heißt ja sowas wie Juten, Hallo und Tschüss, so ungefähr. Europäische Investbank. Ja, easy. Nee, das war es nicht. Das war das. Nee, ja, doch, was mit. Oder? Nee, hä? Jetzt muss ich mich gerade mal wieder herrichten. Nee, das ist doch. Was habe ich denn hier? Also. Möglich ist machbar. Natürlich erstmal. Ah, das ist doch das Ra. Das wusste ich doch. Gegenteil von hart ist natürlich Professor Weich. Fahrgastbetreuer ist der Stewart. Dann haben wir hier den Sesam, der sich öffnen soll. Papstkrone noch nicht. Tonga. Sterne betreffend. Astronomisch. Nee, Technische Uni. TU. Italienischer weiblicher Artikel. La. Neue Welt. Unbestimmter Artikel. Zweiter Fall. Einer oder eines. Ach so, das meinten die mit neuer Welt. Naja, die ist eine ziemlich alte neue Welt mittlerweile. Aber eine neuere neue Welt gibt's nicht. Das muss man sich auch wieder eingestehen. So, dann haben wir hier Stellar. So, Papstkrone. Trara. Nein, wahrscheinlich nicht. Grenzübertritt. Ah. Einreise. Tiara. Ja. Ja, da denke ich aber ehrlich gesagt nicht nur an Päpste, da denke ich auch an Königinnen, Prinzessinnen und Mädchen, die welche werden wollen. Also nicht die Mädchen werden wollen, sondern die Prinzessinnen oder Königinnen werden möchten. Huch. So, ich versuche gerade mal an der Lautstärke der Musik, der Hintergrundmusik ein wenig rumzuspielen, weil die scheint mir etwas leise vorzukommen. Scheint mir etwas leise zu. Ach, egal. Dramamusik. Musikdrama, Oper. So, wasserabweisender Umhang. Regencape. Haha. Und dann haben wir eine Ausstellung. So. Ist natürlich eine Schau. Jau. Brasilianische Stadt. Ich probiere mal was. Ah, nee. Ich hab mich da gerade. Das ist Manaus. Ich musste gerade an ein
an Just Cause denken. Da gibt es ein Land namens Panau. Und das ist definitiv nicht das, was ich. Also, da hat mir Videospielgeografie so die richtige Geografie gerade kaputt gemacht, so ein bisschen. Da haben wir hier Kanada noch. Zum Glück kann ich Geografie mittlerweile doch ein kleines bisschen. So, das ist ein Hämatom? Nee. Ach, Melanom. So meinten die das. Ja, holländischer Käse, Edamer, Nagetiere. Aha. Okay, Fischart. Die Mehrzahl davon sind Haie. Und damit bin ich auch schon durch das erste durch. Ja, ich bin durch. Oh. Na dann. Das zweite, also das Lösungsworträtsel. Dann nehme ich mal wieder mir die Zeit hier. Ja, los, 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 los. Jetzt nehme ich mir ganz langsam die Zeit und sage hier erstmal, den Buchstaben kenne ich. Gänzlich. Vollends. Nee. Zeitgeber. Mehrzahl oder was? Uhren? Nee. Glaube ich noch nicht. Andererseits hervortretendes Bildwerk. Ja. Vollständig. Was könnte gänzlich noch sein? Absolut. Nee. Transparentbild. Uff. Uff. Passt da rein. UFF. Passt rein. Bodenschatz. Gold, Silber, Erz, Gabe an die Gottheit. Ey, was sind denn das für Wörter? Ich glaube, diesmal könnte es für mich schwieriger werden. Also das hier ist der Ofen. Mensch, Mensch. Mensch, Markus. Zweideutiger Witz ist eine Zote. Dann haben wir hier den T, dann haben wir... Oh, Opfer. Ah, ein Opfer. Okay, dann haben wir die 6, ist ein E. Gepflegt, ist rasiert. Nein. Erdboden, Grund. Nee, es ist. Eigenartig, merkwürdig. Nee. Mittelmeer, Insel. Weiß ich noch nicht. Ausstrahlung ist die Aura. Hilft mir vielleicht noch nicht. Adrett ist das hier vielleicht, aber Strecke vor dem Sprung ist Anlauf. Ah, okay. Ja, dann könnte das Adrett sein. Erdboden, ist das dann ein Pfad? Nee. Sand zum Beispiel könnte es sein. Eigenartig ist. Also, nicht diese, jene vielleicht? Einzelheiten. Ist das wieder Nippes oder so? Nee, Quatsch. Was haben wir hier? Arzneimenge. Arzneimenge. Einnahmemenge oder was? Nicht zimperlich. Rabiat. Humanoid passt da nicht rein. Was ist denn ein Mensch noch für ein komisches Zeug? Gänzlich hatte ich irgendwie immer noch nicht so ganz. Da kommt ein T rein. Da kommt A rein. Das weiß ich noch nicht. Stichtag. Oh Gott. Hilfe. Ich glaube, ich sollte mal lieber Sachen jetzt eintragen versuchen. Also, wir haben hier auf jeden Fall. Ätna, damit haben wir die 1. Zeitgeber könnten Uhren sein, sind sie aber nicht. Interessant, dann ist es wahrscheinlich ein Einzelner. Achso, nee, hier kommt ja ein M hin, denn das ist die Matura. Zeitgeber ist ein Timer. Ah, boah, dann ist das hier wahrscheinlich ein Relief. Also Relief. So.
gänzlich. Total. Jetzt habe ich es auch raus. Okay, no. Weiß ich noch nicht, was da für ein Wort rauskommt, aber ich probiere mal adrett, wirklich. Ja, ist es. Aha. Dann haben wir hier natürlich wirklich den Anlauf. Ich denke mal, die 3 ist ein R. Mensch. Mensch. Ich weiß es noch nicht. Machen wir erstmal jene. Heroin. Passt rein. Ist richtig. Nee, eigenartig. Machen wir erstmal hier Sand. Nee. Land. Erdboden ist dann auch Land. Sand muss ja nicht unbedingt, also der Erdboden muss ja nicht auf Sand sein. Ehemann ist natürlich der Gatte, den sie hatte, der fiel vom Blatte. So. Stallunterlage. Ne. Machen wir erstmal die Aura und tragen die ein. Auf jeden Fall weiß ich. Seltsam. So, dann haben wir hier Malta. Dann haben wir Streu. Dann haben wir Französisch Freund. Ist wahrscheinlich auch sowas wie Ami. So, Etappenziel ist Station. So. Was haben wir noch? Wir können hier ein Opfer eintragen. Den Ofen natürlich auch. Nicht zimperlich, zornig. Nein. So. Kernig. Boah. Okay, Origam nicht. Nein. Einfarbig ist Uni. Damit haben wir auch Elan vollständig. Es wäre einfacher gewesen. Russisch Frieden. Weiß man natürlich. Wenn man zufällig mal irgendwann gehört hat, was Frieden auf Russisch heißt. Sonst eher in den seltensten Fällen. Dann Rabatt. Oha! Gut, dann habe ich zumindest das Lösungswort schon mal. Moment, gib mir mal kurz 3 Sekunden und dann... Boah. Aber ich bin doch gleich fertig. Was? Ach so, ja, das kannst du gerne machen. Genau. Arzneimenge ist... Ach, die Dosis war das. Oh. Dann ist das hier Erdgas. Dann haben wir das Transparentbild. Ist ein Dia. Einzelheiten sind Details. So, dann Balkon ist... Ja... Was ist das denn? Ich überlege gerade, ob das... Oh, das sind nur noch 2 Buchstaben, die mir fehlen. Ich überlege gerade, was könnte das denn sein? Also, das wird sicherlich nicht sowas wie, also, was mit einem E sein. Nee. Der Allmann. Alan, Alkan, Alnan. Altan? Ehrlich? Sowas wusstest du? Du wusstest Altan? Okay. Ich habe nämlich keine Ahnung. Also ich kann das gerne mal irgendwie schnell eingeben. Altan.
Ein Söller oder Altan ist eine offene, auf Stützen oder Mauern ruhende Plattform eines Obergeschosses, eines Gebäudes. Aha. Oder es gibt auch die Bezeichnung Aldene. Alter. Ist das komisch. Okay. Wieder was gelernt über den Altan. So, dann werde ich jetzt schon mal umstellen, damit mein Bild diesmal richtig ist, die ganze Zeit. Und ja, wann können wir anfangen? Okay. Ja, und zwar Schweden T-Online-Rätsel in 3, 2, 1, Etüde. So, was haben wir denn hier Schönes? Japanischer Zeichentrickfilm ist natürlich das hier. Easy, es ging ja gut los. Wintersportler ist der Skifahrer. Nee, ist er nicht. Skispringer. Oh, auch nicht. Dann Skiläufer. Alles mit Ski. Wow. Missgeschick, Unglück ist tragisches Menschenopfer. Ural. So, was hier? Plötzlicher Ausbruch von lauter Fröhlichkeit ist ein Lachfle. Das wäre schön gewesen, wäre es richtig. Aber nein, das war's nicht. Entgegenkommend. Cool. Festmahl ist ein. Das da. Was haben wir hier unten? Unbeweglichkeit ist die Starre. Ja. Entgegenkommend ist kulant. Ah. So, plötzlicher Ausbruch. Ja, also Lach könnte schon mal noch hinkommen. Lachanfall? Nee. Machen wir erstmal den Lack hier und dann kommt hier tatsächlich ein Haar hin. Missgeschick. Mal höher. Mal heuer. Zank-Auseinandersetzung ist natürlich der Streit. Läuft momentan bei mir. Ergänzung, Nachtrag. Ja. Ja. Lachsack. Nein. Elektronische Datenverarbeitung ist natürlich die EDV. Wenn das jetzt das Wort ist, das ist ein bescheuertes Wort. Also wenn ich gewinne, dann wegen dieses Wortes. Wer kommt denn auf so eine Idee? Lange zurückliegende Epoche ist die Uhrzeit. Apropos, was sagt denn die Uhrzeit? Oh, ja, oh, bald 20 Uhr bei mir. Dann ist das hier ein Zusatz. Aha. Freiheitsentzug Haft ist. Ja. Keltischer Priester. Ist das denn ein Druide? Ja. Hoho. Okay, was haben wir hier? Schaft der Vogelfeder ist mir gerade nicht so ganz bekannt gewesen. Also gehe ich erstmal weiter. Wettkampfstätte Manege ist eine Arena. Ja. Herausgeber ist wieder mal der Editor. Die haben sich ja abgesprochen, wie es aussieht. Bayerisch Almhirt ist natürlich der Zen, wie wir alle wissen. Die haben sich schon wieder mal abgesprochen, weil das kommt, kam irgendwie am Anfang ständig, so die ersten paar Tage. So. Machen wir erstmal hier weiter. Also kam in den anderen Rätseln öfter mal so Rastan. Nein. So, dann außerdem haben wir hier Freiheitsentzug. Das ist natürlich der Arrest. Dann ist das nämlich der Sultan. Wobei Rasta auch nicht schlecht wäre. Kiel. Kiel war der Federkiel. Mannsbild Bursche ist natürlich der hier und dann haben wir Hirse, ich hatte schon fast Angst gehabt, dass das Wort Morse sein würde. Abkürzung für etc. ist dieses hier. Hirnschmerz ist
Sorry, kann ich wahrscheinlich Ischias. Nein. Würde aber passen, je nachdem, wie man schreibt. Undurchdringbarkeit. Nein. Ersatzschauspieler ist der das Double. So, norditalienische Landschaft ist natürlich irgendwas mit Ü anscheinend. Oder was zumindest so aussieht, als hätte es ein Ü. Spanischer Nationalheld. Nee. Schifffahrt ist Bootsfahrt. Nein. Das Paradies. Das ist das. Was haben wir noch? Behauptung, Leitsatz ist doch nicht etwa sowas hier? Nee. Da habe ich mich gerade... chemisches Element ist bestimmt wieder Bohr. Kurze Unterhose ist Shorts. Nee. Kurze Unterhose Englisch ist Slip. So. Laden, Schranktisch. Hm. Platz oder Stelle ist erstmal ein Ort. Dann ist das hier der Tresen. Huch. Ah. Dann ist das hier die These gewesen. Ach Mensch. Tresen, Thesen. Ist doch alles das gleiche. Held oder Halbgott. Griechische Mythologie. Heros. Haha. Uff. Lobe. Dings. Also wenn ich nicht gewinne, dann liegt es an diesem Wort. Wollte ich nur mal sagen. Lobelle. Gibt's ein Glockengewächs, das Lobelle heißt? Lobelie vielleicht oder so? Schiffsfahrt. Das ist doch eine... Was ist nochmal die norditalienische Landschaft? Also, dann... Ach, natürlich. Deswegen kam da ein Umlaut drin vor. So, dann ist das hier erstmal irgendeine Art von Reise. Dann ist das wahrscheinlich wirklich die Lobelie. Ja. Dann haben wir hier Oma oder Omi. Und... was ist denn der spanische Nationalheld für einer? Kid. Sit. Mit. Lied. Was weiß ich. So, was haben wir hier? Befreiung von Qual ist die Erlösung. Ja. Handeln. Nö, mach ich noch nicht. Stadt in der Toskana. Nicht ohne weitere Buchstaben. Nussstrauch. Das ist natürlich die Hasel. So, dann... Ah, das war geraten. Dann ist Handeln, Agieren. Na, das machen wir doch. Dann agieren wir doch mal. Drehen oder aufnehmen. Ach so, im Sinne von... Ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber ich verstehe nicht, was dann das sein könnte. So, Erdaufschüttung. Oder was haben wir hier? Locker, wackelig? Nee. Alkalische Verbindung. Oh Gott, das wird nicht besser. Europäische Atomgemeinschaft ist natürlich Euratom. Da kommt ein E hin. Ach so, ja klar. Filmen. Hätte aber auch echt... Also, das war doch leicht auf einmal. So, Erdaufschüttung. Ein Wall ist das so, doch nicht, oder? Wachszellen... natürlich ist das dann der Wall. So. Lose ist locker oder wackelig. Und damit haben wir ausnahmsweise mal eher in der Mitte noch ein bisschen was.
Isis war die ägyptische Göttin. Ah, sag mir nicht, das Ding heißt wirklich Ischias. Ich dachte, das ist ganz wo... Obwohl, Nee, ach, Hüftschmerz. Warum lese ich denn Hirnschmerz? Oh, ich habe das die ganze Zeit richtig und hab's... Wow. Das ist so doof. Mann. Was? Nee, Helle. Helle bist du und nicht Frau Holle. Seereise war das. Ach so. Undurchdringlichkeit ist die Dichte. Und ich habe... Oh, 10 Minuten 9. Und das Lösungswort war Orchester. Ah, was, das kann ich doch jetzt nicht sagen. Verdammt. Ich bin fertig. Ja, wie es aussieht. Aber nur 2 von 3 Mal. Ja, damit war es auf jeden Fall mal wieder eine schöne Rätselrunde gewesen mit viel Rätsel. Nächstes Mal wäre ja dann eigentlich wieder das Preisrätsel mit dran. Ja, genau. Und ja, da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Da wird es doch sicherlich auch wieder PvP-Rätseln werden. Und wir haben gelernt, was ein Altan ist. Ja, und ich denke, damit sind wir doch schon wieder schlauer als gestern gewesen. Und genau das sollte ja das Ziel sein. Man muss nicht alles sofort wissen, aber wenn man schlauer ist als gestern, dann ist das ja schon mal sehr schön. Ja. Damit verabschiede ich mich in meinen Feierabend, in euren Feierabend, beziehungsweise ist es ja bei euch wahrscheinlich vielleicht Wochenende. Also auf jeden Fall verabschiede ich mal mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.